Daten können für alle möglichen Zwecke verwendet werden und gerade der sehr große Umfang der Daten erhöht auch ihre Aussagekraft. Diejenigen, die diese Daten dann verwenden können, zum Beispiel im Rahmen von Profilbildung, haben damit die Möglichkeit, bestimmte Sachverhalte sehr viel besser zu bewerten als diejenigen, die diesen Zugang zu diesen Daten nicht haben. Und das bedeutet, dass sie, sage ich mal, zusätzlich auch durchaus positive Erkenntnisse gewinnen können, aber sie können auch Macht über Menschen ausüben, indem sie nämlich diese Menschen bewerten und daraus Schlussfolgerungen ziehen. Das kann im wirtschaftlichen Bereich dazu führen, dass man bestimmte Produkte zu höheren Preisen an diejenigen verkauft, die sie besonders dringend benötigen. Das kann aber auch dazu führen, jetzt bezogen auf staatliche Stellen, dass dort angeblich Terrorverdächtige inhaftiert werden und bei denen sich dann später herausstellt, dass da gar nichts dran ist. Also das sind Aspekte von Machtausübung, die, wenn man sie dem Selbstlauf überlässt, in die falsche Richtung führen. Also muss man da irgendwelche Zäune errichten, um genau solche negativen Entwicklungen dann abzumildern oder zu verhindern. Also wenn man mal von der puren Menge der Daten ausgeht, fallen diese Daten ganz überwiegend im privatwirtschaftlichen Bereich an. Und dort gibt es in bestimmten Segmenten, wenn man zum Beispiel an die Internetnutzung denkt, tatsächlich auch eine Monopolbildung. Da gibt es einige wenige sehr große Unternehmen, die über wahnsinnig viele Daten verfügen. In anderen Bereichen ist das noch nicht ganz so ausgeprägt. Und sicherlich ist die Konstellation zum Beispiel in der Industrie in Zukunft wiederum eine andere, als wir sie im Internet kennengelernt haben. Das heißt, da müssen dann vielleicht auch noch mal neue Überlegungen ansetzen, wie man mit diesen verschiedenen Sektoren umgeht. Ganz kritisch würde ich es allerdings sehen, wenn diejenigen, die in einem bestimmten Bereich dazu in der Lage sind, wahnsinnige Gewinne zu erwirtschaften durch ihre Verfügungsmacht über die Daten, dann im Grunde genommen auch diese dadurch gewonnenen finanziellen Mittel einsetzen, um auch die ganzen realwirtschaftlichen Prozesse zu beherrschen. Ne? Also das ist eine Entwicklung, die ich sehr kritisch sehe. Also ich denke, da gibt es verschiedene Ansätze. Zum einen geht es sicherlich darum, dass man Machtmissbrauch begrenzt und dass man auch einen bestimmten Umgang mit den Daten vorgibt, zum Beispiel was das Thema Interoperabilität anbelangt. Ich kann, das ist ein Ergebnis von Regulierung, mit Ihnen telefonieren, obwohl Sie bei Vodafone Kunde sind und ich bin bei der Telekom. Aber ich kann von WhatsApp keine SMS verschicken, sondern ich kann nur mit anderen WhatsApp-Kunden kommunizieren. Und diese geschlossenen Systeme müssen aufgebrochen werden und da braucht man offene Schnittstellen, offene Standards, einen offenen Kommunikationspfad, der dort möglich werden muss.